Ein EEG ist die sogenannte Hirnstromkurve. Da wird die elektrische Aktivität des Gehirns aufgezeichnet. Auch das kann man tun. Das ist so ähnlich wie ein EKG. Das kennt jeder vom Herzen, so auch das Hirn. Nur das Hirn produziert auch Elektrizität, aber es ist ein Tausendstel von dem, was das Herz so schafft. Und das kann an der Hirnoberfläche, am behaarten Kopf kann es abgeleitet werden. Und man kann da tolle Dinge mit erkennen. Es wird vor allem durchgeführt bei der Epilepsie oder bei Verdacht auf Epilepsie. Gibt es bestimmte Abläufe in der Kurve, die sehr typisch für epileptische Erkrankungen sind. Damit können wir die Epilepsie sehr gut charakterisieren. Daneben gibt es aber auch andere Hirnfunktionsstörungen, zum Beispiel durch Stoffwechselerkrankungen, die zu Veränderungen im EEG führen. Und auch bei Bewusstseinsstörungen ist es eine extrem wichtige Methode. Man kann gerade bei der Epilepsie-Diagnostik noch bestimmte Provokationsmethoden durchführen. Das ist zum Beispiel die Hyperventilation. Man atmet tief ein und aus. Das kann epilepsie-typische Potenziale erzeugen. Oder auch Flickerlicht. Das kennen ja viele mit der Disco, dass es bestimmte Epilepsieformen gibt, die durch Flickerlicht provoziert werden. Und auch das kann man sehr schön im EEG sehen.